Musikmesse 2011 in Frankfurt, Halle 5.0, hier am Stand von Boss Roland. Neben mir der Sven. Hallo Sven. Hallo. Na? Sven, einige Neuheiten bei Boss Roland. Was zeigst du uns heute? Ich bin mehr für die Gitarrenecke zuständig, also schauen wir mal nach Gitarren-Synthesizer, nach Loopern und nach kleinen Rekordern. Dann machen wir das. Nix mehr hin. Okay, Sven, hier ist er, der Roland GR55 Gitarren-Synthesizer oder Gitter-Synthesizer. Kannst du uns den mal kurz erklären, was ist daran besonders neu oder speziell? Ja, wir bauen ja seit 1977 Gitarren-Synthesizer und das ist das aktuelle Modell. Und man kann sage und schreibe 4 Sounds gleichzeitig spielen. Es sind 900 Synth-Sounds drin, davon lassen sich immer 2 verschiedene spielen. Der dritte Sound ist dann Modeling, Gitarren-Modeling, Bass-Modeling, die berühmten Amps, alles gemodelt drin. Und dann das vierte ist die normale Gitarre, die kann ich auch noch mit einspeisen. Also 4 Sounds gleichzeitig, was weiß ich, eine clean Strat gemodelt mit Marshall Amp und dann Streicherteppich drauf und noch einen Bläsersatz drauf und dazu noch die normale Gitarre. Da lassen sich richtig fette Sounds machen. Sven, das hast du jetzt so toll angeteasert, das Teil muss ich mir mal anhören, ja. Weil klingt ja sehr abgefahren. Und bevor wir zum nächsten Produkt gehen, höre ich mir das mal kurz an. So, nächste Abteilung hier bei Roland. Sven, das ist der Looper. Interessant nicht nur für Gitarristen, sondern hiermit kann ich wohl alles loopen, denke ich. Jede Menge Knöpfe, Schalter, Buchsen, so neu, musst du erklären. Also es gibt 2 neue Looper von Boss und die haben unglaubliche Feature. Zum Beispiel 3 Stunden Aufnahmezeit in Stereo, verteilbar auf 99 Loops. Das Moment, 3 Stunden. 3 Stunden? Da kann ich ja ein Live-Recording mitmachen, oder? Ja, 3 Stunden Aufnahmezeit drin, 99 Loops und jede Menge andere Funktionen noch. Also ich kann damit ganz tolle Loops machen, kann die dann per USB auf den Computer übertragen, schöne CD später draus bauen oder andersrum meine Playbacks da reinspielen und mit auf die Bühne nehmen. Ja, es gibt 2 Modelle, den RC3 hier im Kompaktformat und den RC30, das ist ein Twin Battle. Und es gibt dieses Jahr auch den 2. weltweiten Looper Contest von Boss und Endausscheidung, das weltweite Finale nächstes Jahr hier auf der Messe. Oh, da bin ich immer mal gespannt drauf. Da gibt es ja 100 Möglichkeiten, was man damit machen kann, oder? 100.000, ja. Also ich bin wirklich fast hier 3 Stunden. 3 Stunden Aufnahmezeit und eine Menge Features, um einfach tolle, kreative Loops herzustellen. Wahnsinn. Sven, hast du noch was für uns? Sven, Mikro-BR. So klein, so neu, kann ich gar nichts drüber fragen. Musst du alles ohne Frage erklären? Ja, ganz einfach. Das ist ein kleines Gerät, das müsste jeder Musiker haben. Es sind 3 Geräte in einem. Ich habe ein 8-Spur-Digitalstudio mit extra Stereo-Drumspur, also 10 Spuren mit Effekten nachher zum Mixen, Mastern, alles drin. Kann ich professionelle Songs produzieren. Schalte ich um, dann habe ich einen Field Recorder auch noch drin, also 2 Stereo, ein Stereo-Mikrofon, kann also Konzerte proben, mitschneiden, Songideen aufnehmen. Und ich habe dann noch eine E-Band drin, das ist so eine Jam-Maschine, hunderte von Playbacks und Patterns, um Gitarre zu üben, ganz tolle Sounds. Und die 3 Geräte untereinander stehen auch in Verbindung, das heißt, wenn ich mit dem Stereo-Mikro eine schöne Songidee aufnehme, importiere ich sie in den 8-Spur-Bereich, produziere einen tollen Song und importiere ihn dann in die E-Band und kann ihn als Playback mit auf die Bühne nehmen und da abspielen. Also so viel drin in diesem kleinen Gerät, ist auch noch ein USB-Audio-Interface und hat noch ganz tolle andere Funktionen. Sollte jeder Musiker so in der Jackentasche drin haben, ne? Also Sven, deine Kisten können alles. Also ihr merkt, Musikmesse vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall. Antesten, ausprobieren hier am Stand, alles in vielfacher Ausfertigung. Und vor allen Dingen den kompetenten Sven, der euch alles gerne erklärt, oder? Jawohl. Bye, bye.